Hallo Leute, und jetzt mampfen wir, denn wir gehen heute wieder auf Questreise, aber wir jagen heute nicht nur den Kirin, sondern auch noch diese komische Krabbe, denn davon brauche ich auch noch irgendetwas. Ich weiß nur nicht mehr wofür. Ich glaube zur Verbesserung meiner Waffe, ich glaube schon irgendwie so. Egal, wir gehen jetzt direkt mal los, denn ich habe mich schon für die Gruppe angemeldet und nur noch schnell einfach was gefuttert. Und jetzt machen wir Krabbencocktail. Okay, meine Waschmaschine dreht voll am Rad. Ich höre das nebenan. Muss ich mich auch erstmal noch dran gewöhnen, dass die Waschmaschine jetzt einen Raum weiter ist und rumpoltert. Kann auch sein, dass es nicht die Waschmaschine ist. Ich glaube, die ist durch. Die hatte eben ihren Schleudergang schon. Ist auch egal. Wir essen Fleisch. Hier ist er auf jeden Fall nicht, also gehen wir mal auf Feld 6 gucken. Ich brauche noch ein bisschen Erz, so doof das ist. Gehen wir halt Erz farmen erstmal. Nicht stechen, bitte. Genau, einfach weitergehen. Lass mich in Ruhe. Ein Spieler ist weg anscheinend. Kuromi. So, laufen wir los. Okay. Wir müssen beide fangen. Ich glaube, der wirft ihm jetzt erstmal so einen Scheißball an den Kopf. Ja, hat er. Stinkball. Haha, daneben. Und auf den Kopf. Na toll, ist ein bisschen weit weg. Na toll, daneben. Ich weiß nicht, ob angesagt ist, dass wir den fangen sollen oder nicht. Aber die würden schon wissen, was man zu tun hat. Erstmal ein bisschen draufhauen. Okay, ich hasse Erdbeben. Oh, paralysiert. Nein, nicht Fleisch essen. Und nochmal. Oh Gott. Somit haben wir aber heute direkt wieder zwei neue Monster anstatt den Kirin. Nein! Na, zu nah. Umgefallen, sehr schön. Bams! Na, fast. Bams, Schnabel kaputt. Ich wollte eigentlich LTA und Dings machen. Super Attacke. Da fällt er wieder. Gott, warum geht denn sein scheiß Federkleid denn hinten nicht kaputt? Vielleicht hätten wir der blöden Krabbe einfach auch einen Farbball an den Kopf werfen sollen. Na, haut ab. Und dem vor allem auch. Aber der geht auf die 7, so wie es ausschaut. Nee. Doch. Ups, falsche Taste.
Dreh deine Kreise. Mann, verdammt. Wo ist er hin? Ah, da. Ich finde den silbernen Hüb und Catrice noch recht entspannt im Gegensatz zum goldenen. Muss man ja einfach mal sagen. Aber schlimmer geht's immer. Haha. Das war's, down ist er. Krabbe irgendwo? Keine Ahnung, gehen wir mal direkt bei der Feld 3 gucken. Achso, vielleicht noch ein bisschen looten wäre natürlich auch noch eine gute Option. Da-da-da-dam. Dann gehen wir mal gucken. Ach, egal. Meine Großschreibtaste ist aktiv. Was wird das? Ach so, er fährt seine Krallen aus. Hm. Okay, der kann viel Schaden austeilen. Ich will auf die Krallen. Hm, schade, nur der schwache Schlag. Sehr schön. Schade. Na, zum Glück nicht mich. Jetzt halt die Großschreibtaste aber aus, ne? Ja, passt ein. Das ist meine Skill-Attacke mit dem Anstürmen. Okay, die rechte Klinge von dem ist härter als die andere. Wupp. Okay, weiter futtern. Na toll, da komme ich jetzt so durch den Strand, glaube ich. Drecksvieh, ich werfe jetzt einen Farbball nach dir, weil der haut gleich ab irgendwann. Hm, man sollte auch treffen. Panzer ist ab, okay. Boah, Alter. Sonic.
Der ist halt extrem pissig. Okay, er ist abgehauen. Gut, dass ich einen Farbball hingeworfen habe. Faule Methode. Kein Bock zu laufen und so. Nein, echt? Er ist auf Feld 4. Das haben die auch schnell gemerkt. Ich muss mir definitiv hier irgendwie eine Uhr an die Wand hängen. Ich gucke immer hoch und nach rechts oben und gucke, wie viel Uhr es ist. Verdammt, ey. Die Klaue habe ich nicht getroffen. Na. Okay, ich bin's. Ah, das war zu früh. Haben wir die Fühler jetzt getroffen oder das hört die Klaue? Jetzt haben wir gar nichts getroffen, so ein Scheiß. Hör auf damit. Und da ist er down. Also, ein anderer Spieler. Anstürmen. Ja, der Gegner ist eigentlich cool gemacht, aber ich habe gerade irgendwie... Wow. Kein Bock auf den. Hoffentlich kriegen wir die blöden Klauen, die wir für die Waffe brauchen. Oh, jetzt ist erst wieder der Sprung wieder bereit. Verarschen. Und zack. Ah, kurz ruhig eine Runde. Aber dreh ich jetzt zu mir. Mm. Na komm. Wir müssen Waffe schleifen. Und wir sind natürlich das Target. Oder auch nicht. Au, die Klaue ist gebrochen. Hat der Schlag echt gesessen? Komm, die andere Klaue jetzt auch noch. Oh, er haut wieder ab oder verbuddelt sich? Nicht auf mich. Okay. Oder auch doch. Nein, er hat Kuromi getötet. Nein, ihr Schweine. Oh mein Gott, sie haben Kuromi getötet. Was ist ein Blödsinn? Komm her, Kumpel. Mich kriegst du eh nicht. Das kann ich auch. Das mache ich jetzt auch. Falsche Taste. Okay, es ist soweit. Tja, dann wollen wir mal fangen gehen. Der Schnelldurchgang. Der schläft schon, wenn wir da ankommen. Ja, gute Nacht. Dann brauchen gar nicht mehr herkommen. Den kriegen wir jetzt auch so.
Und das wär's. Easy going. Leichtes Spiel gehabt. Jetzt am Ende noch. Aber gut, dass wir die Schere in Hand gebrochen haben. Dann dürften wir jetzt hoffentlich etwas Schönes bekommen. Damit wir unsere Waffe verbessern können. Oh toll, der tötet da hinten die armen Katzen. Die können auch nichts dafür. Erz, Erz, Erz. Noch mehr Erz. Oh, da geht noch was. Ich wollte gerade noch schnell rausrennen, ein paar Käfer fangen. Käfer. Da, Käfer. Okay, einen kriegen wir noch. Sehr schön, sogar noch einen direkt hinterher. Und wir sind Level Up. Level Up. Okay, einmal rote Klauen. Okay, einmal rote Klauen und sechsmal rote Klauen. Das könnte schon reichen. Dann werden wir gleich mal zum Schmied gehen. Wir sind ja, glaube ich, noch in der Stadt. Boah, ich bin irgendwie K.O. Ich glaube, ich muss gleich noch eine halbe Stunde aufs Ohr legen. Irgendwie so, während die Videos rendern. Und die Wäsche aufhängen, genau. Drücke U, um Sachen zusammenzumischen. Komm schon, Ladebildschirm. Habe ich das eigentlich richtig gesehen? Hat die Schneezeit jetzt aufgehört? Also ist die Weihnachtszeit um? Seit heute? Oder vertue ich mich gerade? Nein, tut's nicht. So lange wie es lädt, wollte ich auch schon sagen, hätte mich jetzt gewundert. Und lack, lack, lack. Tony Jiang. So, sag an. Haben wir jetzt schon mal die Scherenhände? Okay, brauchten wir eine. Super, die haben wir jetzt auch. Jetzt fehlen... Das ist vom Sinogre, oder? Okay, und dann ganz viel Scheißteile. Aber da haben wir genug, um uns das zu gönnen. Ja, kriegen wir alles voll. Fehlen uns nur noch diese beiden da. Okay, gucken, können wir das bei der Tussi da holen? Die? War die das? Kurz gucken. Ich bezweifle, dass es das hier ist. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht. Gucken. Noch irgendwo so ein weißes Ding. Okay. Gucken wir, ob das eins von denen das war. Oh, eins von beiden war das. Welches mal kurz gucken. Das hat so ein komisches Kästchen vorne dran. Könnte echt das hier gewesen sein. Reicht das? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Oh, falsches Fenster. Ja, das war's. Okay, alles klar. Wir können verbessern. Okay. Swing zu 106. Na, und es geht weiter. Danach müssen wir Zinn-Okre-Teile sammeln und so weiter und so weiter. Kann ich die Zickels eigentlich auch da holen? Kreuz J, mal kurz gucken. Oh, mein Bildschirm will ausgehen. Und nochmal davon zwei. Nochmal. So. Mal gucken, ob das reicht. Ah,
Ach so, jetzt fehlen sowieso 10.000 Sinn-Ogre-Teile, oder? Oh, wir haben 100. Nice, es reicht. Yay, weiter geht's. Okay, wieder eins davon, zwei davon. Okay, versuchen wir unser Glück, mal gucken, wie weit wir kommen. Eins, au, mehr geht jetzt aktuell nicht. Eins davon, sehr schön. Das heißt, wir müssen die Krabbe doch nochmal farmen. Ja, wir müssen die Krabbe doch nochmal farmen. Okay, dann ist das so. Dann soll das so sein. Gut, liebe Leute, an dieser Stelle werden wir für heute einmal Schluss machen. Monster Hunter ist aufgenommen. Ich habe wieder jetzt mit Blade & Soul 3 Tage lang Videos. Und bis ich mehr mache, läuft aktuell nur ein Projekt oder so pro Tag. Wird bald wieder mehr werden. Gehe ich von aus. Aber aktuell, ja, hoffe ich, dass euch das reicht. Mir gefällt es auf jeden Fall, dass ihr immer noch dabei seid und dass täglich echt viele Aufrufe reinkommen, muss ich sagen. Dementsprechend danke ich euch fürs Einschalten, euch allen da draußen, auch dir, der da gerade vor dem Bildschirm sitzt. Oder die da gerade vor dem Bildschirm sitzt. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.